Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr Zeit genommen habt, um 2 Stunden zusammen zu verbringen unter dem Motto: Die EU-Außengrenze ist das Problem. Unter dem Motto: Der Abschiebung ist nicht die Lösung. Unter dem Motto: Polizeikontrolle ist nicht die Lösung. Wir sind Menschen, die aus Nordafrika kommen. Ich bin Anfang 70er in Tunesien geboren. Seit 20 Jahren lebe ich hier in Deutschland und seit ein paar Jahren bin ich in die antirassistische Szene aktiv. Und ich beobachte immer wieder die Situation von meinen Landleuten hier in Sachsen. Die Tunesier, die Algerier und die Marokkaner. Immer wieder in Sachsen gibt es eine große Diskussion über Kriminalität in der nordafrikanischen Gemeinde. Unser Ziel heute, Aufklärung, Arbeit zu machen. Unser Ziel heute, alles Nordafrikaner, weil wir die letzten Jahre gespürt haben, dass es eine Welle von Rassismus gibt. Deswegen haben wir uns entschieden, dagegen zu mobilisieren und dagegen zu sagen, dass das Problem hat ganz viel mit der EU-Außengrenze zu tun. Die Kriminalität, die jeden Tag in dieser Park stattfindet, oder die Kriminalität, die in jeden Tag in Eisenbahn stattfindet. Das ist ein Akt, wo die EU-Außengrenze, wo die geschlossene EU-Außengrenze spielt da drin eine große Rolle. Wer sind diese Jungs, die aus verschiedenen Ländern Nordafrika kommen? Die sind Jungs, die leben an der Küste Nordafrika, in Tunis, Alger oder Tanger. Die sind Jungs, die leben in einer Küste von Nordafrika. Die sind Jungs, wenn die hierher kommen, dann diese Jungs nehmen die Boote. Die landen in Lampedusa illegal. Die Nordafrikaner, wenn die in Lampedusa landen, illegal, dann werden immer betrachtet als Kriminelle. Diejenigen, die kein Recht auf Asyl haben. Viele sagen, aber warum kommen die zu uns? Warum können die nicht einfach in ihrer Heimat bleiben? Wir sagen und wir wiederholen, wie könnte man in einer Küste leben, ohne das Bedürfnis, die andere Seite von der Küste zu sehen. Unsere Bewegung nach Europa wird immer betrachtet von den Nordafrikanern. Die sind unerwünscht. Die Nordafrikaner, die machen ganz viel Kriminalität. Und wir sagen, damals, als die EU nicht gab, damals, als wir unter das Frieden im Mittelmeer leben, damals in den 60er, 70er, 80er, bevor die EU ihre Grenze da installiert im Mittelmeer bei uns, in Nordafrika, damals, wir konnten frei reisen. Damals, wir waren als Gastarbeiter unterwegs. Damals, wir waren in Landwirtschaft unterwegs in Süditalien. Damals, wir haben nie das Gefühl gehabt, dass wir müssen nach Sachsen fahren. Nein, damals in den 60er, 70er, wir kommen gar nichts nach Sachsen, weil wir damals unter einem System leben, wo die Bewegungsfreiheit vermöglicht ist. Damals, die Rede über die Nordafrikaner ist nicht wie die heute. Damals, man sagt, ah, wie schön Tunesien, wie schön das Land ist.
Aber seit die EU diese Grenze da gebaut hat, haben die jungen Leute angefangen, illegal zu reisen. Dann hat er angefangen mit der Kriminalität. Dann hat er angefangen mit der Illegalität. Die Jungs, die in Italien landen, die erleben das Knast, weil die kein Recht auf Papier haben. Die Jungs, die aus Nordafrika kommen, die erleben das Polizeigewalt. Die erleben die Grenze von Frankreich. Die erleben die Illegalität in Frankreich. Die erleben Illegalität in Italien. Und dann irgendwann landen die in Deutschland. Und alles Nordafrikaner, egal wo du deinen Antrag auf Asyl stellst, ob in Hamburg, Köln oder Frankfurt, alle Nordafrikaner müssen nach Sachsen. Ja, dann schicken die uns nach Sachsen. Dann schicken die uns nach Chemnitz. Chemnitz für jeden Nordafrikaner ist ein Wort, eine Stadt von Perspektivlosigkeit. Die Jungs landen in Chemnitz ohne Recht auf Arbeit, ohne Perspektive. Die Jungs akzeptieren nicht, in der Asylheim zu bleiben. Und die Jungs, die aus Nordafrika kommen, ihr müsst nicht denken, dass der Nordafrikaner, der in Tunis sitzt und träumt von Europa, nein, der träumt nicht von Chemnitz, der träumt nicht von Sachsen, der träumt von Paris, der träumt von großer Städte, der träumt von Bewegungsfreiheit, der träumt von verschiedenen Gesellschaften. Und deswegen, diejenigen, die in Chemnitz landen, sind gezwungen, in die Kriminalität rauszugehen. Sind die gezwungen, in die Kriminalität rauszugehen. Dann landen die in Eisenbahnstraße. Dann landen die hier in dieser Garten. Dann landen die in der Polizeikontrolle. Und ihr beobachtet jeden Tag dieser Kontrolle mit diesem Gefühl, ja, die Nordafrikaner, die müssen einfach wieder zurück in ihre Heimat. Heute von Flughafen Paris, Halle, Leipzig ist wieder ein Flug mit sogenannten Migranten, sogenannten Kriminellen, die nach Tunesien wieder abgeschoben sind. Und vor 3 Wochen war auch eine Abschiebung. Und vor 2 Monaten war auch eine Abschiebung nach Tunesien. Aber was wir beobachten, dass dieser Abschiebungssystem ist nicht die Lösung. Was ich beobachte, in der Eisenbahnstraße, jedes 2, 3 Jahren kommen neue Generationen aus Nordafrika. Und die erleben wieder die gleiche. Ich, vor 20 Jahren bin ich auch in Mecklenburg-Vorpommern gelandet. Und ich habe auch selber die Illegalität erlebt. Aber irgendwann, ich habe mich gefragt, wie wäre es mein Leben, wenn ich kein Visum gebraucht hätte? Würde ich in meinem Zuhause bleiben oder würde ich hier als Asylbetrüger und als Krimineller bleiben? Und wir sind überzeugt, damals in den 60er, 70er, 80er, ich erinnere mich, mein Papa, der damals kein Visum gebraucht hat, der ist 2 Wochen in Palermo geblieben und ist wieder zurück in unser Zuhause. Damals, wir reisen frei und wir kommen immer wieder in unsere Heimat. Die geschlossene EU-Außengrenze ist ein großes Problem im Mittelmeerraum. Und deswegen, wir steuern uns dagegen und deswegen, wir sind immer überzeugt, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen, ist uns wichtig. Danke. Wie gesagt, heute hat eine Abschiebung stattgefunden aus Leipzig-Halle Flughafen. Und der Leipzig-Halle Flughafen,
der ein bisschen die letzten Jahre ein bisschen wirtschaftliche Probleme hat, jetzt gerade die profitieren von dieser Welle von Abschiebung. Und natürlich, für Abschiebung gibt es immer Geld, aber für Perspektive, für Menschen geben, gibt es überhaupt kein Geld. Die Lösung ist Abschiebung. Viele die letzten Jahre sind damit einverstanden. Viele denken, ja, was machen wir? Wir können nicht alle Menschen helfen. Wir können nicht die Grenze aufmachen. Wenn wir die Grenze aufmachen, dann landen die alle hier in Sachsen. Und wir können nicht die Menschen helfen. Wir können nicht verantwortlich sein für die Tunesier oder für die Marokkaner. Und wir sagen, wenn die Möglichkeit gab für Bewegungsfreiheit, glauben Sie mir, kein Nordafrikaner wird hier in Sachsen landen. Glauben Sie mir, niemand, wenn man in Tunis sitzt oder in Tanger sitzt oder in Dakar sitzt und die Jungs überlegen nach Europa, die werden nicht träumen von Sachsen. Die werden nicht träumen von Sachsen. Nein, 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 nein. Wir sind sicher, dass die Leute gezwungen sind, in diesem Bundesland zu leben. Und dieser Bundesland, die geben immer das Gefühl, aber wir wollen niemanden haben. Und die Menschen, die Migranten, die gerade in Asylheimen leben, die sind Opfer von einem System. Die Menschen, die jede Nacht in der Asylheime leben und natürlich nachts findet die Abschiebung statt und natürlich nachts immer wieder kommen die Polizei und immer wieder gibt es Abschiebung, die nachts stattfindet. Und dadurch die Menschen, die können auch nachts nicht schlafen, sondern die ganze Nacht muss man wach bleiben. Und du kannst nur am Tag schlafen. Sowieso, du hast nichts zu tun. Sowieso, du bist ein Nordafrikaner, der einfach nervt. Der uns seit Jahren, die Nordafrikaner, der Tunesier, der in Eisenbahnstraße Drogen verkauft. Die Tunesier, die sind einfach so. Aber wir sagen, nein. Wir sind nicht einfach so und wir sind nicht mehr damit einverstanden, dass wir durch die geschlossene Grenze, dass wir hier landen, durch die geschlossene Grenze, wir erleben die letzten Jahre ganz viele Perspektivlosigkeit bei uns. Bei uns geht es schlecht und heute, wir stehen hier, um nicht zu sagen, bitte hilf uns, um bei euch zu bleiben. Nein, 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 nein. Das geht um Bewegungsfreiheit. Das geht, dass die Jungs zu Hause bleiben. Wenn eine offene Grenze gibt, dann bleiben die Jungs zu Hause. Und weil die geschlossene Grenze gibt, die spielt eine große Rolle, dass die jungen Nordafrikaner sind davon betroffen. Und wenn die hier landen, dann landen die alles Illegale, die unerwünscht, die Sexist sind, die Kriminelle sind. Und wir sagen, damals haben wir anderes erlebt. Damals haben wir anderes erlebt. Damals unser Land war auch beliebt. Tunesien in den 70er, 80er, 90er war ein beliebtes Land. Aber jetzt, die ist nicht mehr der gleiche. Die Gesellschaft ist geschlossene Gesellschaft geworden. Bei uns, die jungen Leute gehen Richtung Dschihadismus, weil die Jungs nicht mehr in das Leben glauben. Durch das Leben in die illegale Realität hier spielt eine große Rolle, dass viele Jungs von uns landen in der Dschihadismusbewegung. Und alles hat damit zu tun, mit dieser verdammten, geschlossenen, die peinliche EU-Außengrenze. Das ist ein Projekt, der geschaltet ist. Das ist ein Projekt, der hat immer die letzten 30 Jahre, das ist ein Projekt, der hat keine Zukunft. Das ist ein Projekt, der hat überhaupt keine Hoffnung. Weil im Mittelmeerraum, das ist ein Mittelmeerraum, wo früher damals gab Austausch.
aus dem Süden gehst du nach Norden, hin und zurück. Niemand damals stirbt im Mittelmeer. Und weniger Leute kommen nach Europa damals. Und durch dieses Projekt sind tausend. Wenn du in Tunesien gerade bist, dann fragst du, wo ist der? Der ist weg. Wo ist der andere? Der ist auch weg. Was hast du vor? Ja, Onkel Riad, ich will auch weg. Das ist unser großes Problem. Und deswegen, wir stehen heute hier für unser Recht auf Bewegungsfreiheit. Und nicht welcome to stay, sondern für Bewegungsfreiheit. Überrascht, wir versuchen manchmal, unsere Landleute zu mobilisieren. Leider, meine Landleute, die aus Nordafrika kommen, sind nicht viele dabei. Die sind manchmal nicht überzeugt, dass solche Kundgebung irgendwas bringt. Und natürlich, die haben auch Schiss von Kontrolle, von der Polizei, die bei uns steht. Und deswegen, die kommen immer nachts raus. Das heißt, von der Lager, die kommen immer nachts raus und die landen in die Eisenbahnstraße. Liebe Leute, hier, ihr habt Tee. Wenn ihr wollt Tee trinken und kurz, ich will gerne ein bisschen uns vorstellen, wer wir sind. Wir sind eine Gruppe, die heißt Sans Visa. Sans Visa heißt ohne Visum. Das ist eine Gruppe, die aktiv ist in Nordafrika, Tunesien, aber hier in Deutschland. Wir versuchen, das Thema Bewegungsfreiheit zu stärken. Ist eine Forderung, der geht auch um Menschenrechte. Und wir sind überzeugt, dass die geschlossene EU-Außengrenze steht da gegen unsere Entwicklung. Unsere Entwicklung, der erste Schritt um unsere Entwicklung ist die Möglichkeit, dass unsere jungen Leute dieser Welt gehören, dass diese jungen Leute frei reisen könnten, um in die Heimat zu bleiben. Wir sind immer überzeugt, dass das Projekt Europa mit der Grenze, wir wünschen uns eine andere Europa. Wir sind nicht gegen die Existenz Europa. Wir kommen nicht mit der rechten Szene in die gleiche Meinung. Wir sind für die Existenz Europa, aber wir sind mit einer offenen Grenze. Wir sind immer weiter überzeugt, dass eine offene Grenze möglich ist. Und das ist unser Ziel. Unser Ziel in verschiedenen Städten Europa oder auch in Nordafrika. Wir versuchen auch in Nordafrika über das Thema Bewegungsfreiheit ein bisschen Öffentlichkeit Arbeit zu machen. Wir versuchen einen neuen Diskurs. Wir hoffen, dass alle, die aktiv sind, die letzten Jahre mit Thema Migration auch versuchen mit einer neuen Forderung. Wir brauchen eine neue Forderung. Das reicht mit Welcome to Stay. Das Welcome to Stay schädet manchmal unsere Länder. Wir hoffen auf Bewegungsfreiheit. Und das Welcome to Stay macht ein großes Missverständnis, dass viele in Sachsen denken, nein, aber wir können nicht alle Menschen helfen und wir sind so toll hier in Sachsen, dass alle wollen bei uns leben und wir sagen, bitte, das stimmt nicht. Wir wissen genau, dass hier in die sächsische Gesellschaft gibt es ganz viele Probleme mit Rassismus, gibt es ganz viele Probleme von Unterschätzung von Migranten. Die Migranten, die im Westen seit Jahren leben, die spielen und die haben immer in der Vergangenheit eine Rolle gespielt in der Entwicklung von dieses Land. Und dieser Bundesland, die ist nicht überzeugt von Einwanderung, die ist überzeugt, dass dieses Land bleibt, wie jetzt ist. Perspektivlosigkeit und Kriminalität und Bürger und der Bürgerin, die nach Recht gehen mit das Gefühl, unser Problem ist die Migranten. Unser Problem ist die Migranten, die von überall kommen bei uns, aber wir können nicht alle helfen. Und am Ende wir sagen, unser Recht auf Bewegungsfreiheit wird immer stärker. Und wir sagen, und wir haben von diesem Bundesland auch was gelernt. In diesem Bundesland, in den 80er, in diesem Bundesland, damals als die Mauer steht, gab auch hier in diesem Bundesland eine Gruppe, die hat sich auch gebildet damals. Und diese Gruppe, damals in Leipzig, vor der Revolution, diese Gruppe heißt
visafrei bis Hawaii. Vor der Revolution in dieses Land war die Forderung für Bewegungsfreiheit sehr stark. Und wir lernen davon. Damals bei der Revolution Anfang 90er in diesem Bundesland, das Ziel war visafrei bis Hawaii. Das Ziel war nicht nur die Einheit von Deutschland, sondern frei reisen zu können um die Entwicklung von dieses Land. Und jeder von uns erinnert sich an die Bilder von Leipzig Ende 80er. Leipzig Ende 80er, schwarze Gebäude, ökologische Probleme, Perspektivlosigkeit. Und jetzt gerade Tunesien geht uns die gleiche, weil die Mauer da steht. Und diese Mauer spielt eine große Rolle, dass wir uns fühlen jetzt wie die Leipziger damals in den 80er, 70er. Und deswegen, wir kämpfen für Bewegungsfreiheit und wir sind überzeugt von dieser Kämpfe. Hallo, ich möchte gerne was sagen. Es geht um Menschen mit Behinderung. Ich möchte, dass gerne die Menschen mit Behinderung auf der ganzen Welt, ja, gleichgültig behandelt werden, egal ob schwarz, weiß oder egal wo die herkommen, ja, wir sollten alle gleich behandelt werden, weil ich selber bin selber 90% schwerbehindert. Ich weiß, wie schwer es im Leben ist, heutzutage als Mensch mit einer Behinderung akzeptiert zu werden und gleichgültig behandelt zu werden. Und ich möchte, dass die Menschen auch mal aufwachen und die Menschen mit Behinderung auch mal gleich behandeln, genau. Das wollte ich euch noch mal sagen. Danke. Ja, liebe Leute, das geht uns auch um Gerechtigkeit. Dieser Wort, Gerechtigkeit auf Bewegungsfreiheit. Wie ihr wisst, wie jeder von euch hat einmal erlebt, das kommt, dieser Gefühl mit 17, 18, 19. Irgendwann fühlst du dich eng in deinem Bezirk, fühlst du dich eng in deiner Heimat. Du willst gerne was anderes erleben. Du willst gerne eine andere Sprache lernen. Du willst gerne mit der anderen in der Begegnung kommen. Und das ist auch wichtig. Hier in Deutschland jährlich 1000 von jungen Leuten gehen nach Südamerika oder gehen nach Asien, um ein Jahr oder zwei Jahre dort soziale Arbeit zu tun. Und das ist sehr wichtig. Diese Reise spielt eine große Rolle, dass dieser junge Mensch kommt wieder zurück, selbstbewusst. Dass dieser junge Mensch kommt wieder zurück und mit dieser Kontakt zu der anderen. Der andere guckt der Deutsche und sagt, wow, wie schön grüne Augen du hast. Dieser Junge, der ist selbstbewusst. Und dieser Junge, der hat auch diese Möglichkeit, Deutschland von außen zu sehen. Ja, wo bin ich, wenn ich nicht reisen könnte, dann würde ich nie mitkriegen, wo bin ich. Denn der Deutsche, dieser Junge, der in Südamerika unterwegs ist, kriegt mit, dass er in Deutschland lebt. Ein schönes, grünes Land mit vielen Flüssen und ein reiches Land. Und deswegen, viele dann kehren wieder zurück in unsere Heimat auch. Wenn wir diese Möglichkeit haben, frei zu reisen, dann bleiben wir in unserer Heimat. Und unsere Reise nach Europa wird immer betrachtet als Flucht. Und das stimmt überhaupt nicht. Wir reisen nicht, wir gehen nicht raus, weil wir fliehen von der Hölle in unserer Heimat. Nein, das stimmt nicht. Viele Jungs sind neugierig. Wer sind die unterwegs nach Europa? Durch unsere Beobachtung letztes Jahr in Marokko oder in Griechenland, man sieht immer wieder, zum Beispiel in Marokko, viele junge Menschen aus Senegal, aus Elfenbeinküste, aus Mali, aus Burkina Faso. Die sind junge Leute, die zwischen 17 und 22 sind die Refugee. Nein, die sind nicht die Refugee. Die sind junge Leute, die Träume haben. Die sind junge Leute, die sind beeinflusst durch das Internet. Die sind beeinflusst durch das Facebook, weil die Welt ist klein geworden. Die sind junge Menschen,
die Beispiel in Dakar geboren sind, wo der Opa erzählt über seine Reise nach Paris damals. Denn der Junge dadurch ist neugierig, wie Menschen aus Afrika durch die koloniale Zeit, sind wir ganz krass verbunden mit Europa. Ob Sprache Französisch oder Englisch oder Italienisch, bei uns, man lernt Englisch oder Französisch zu lernen. Und man hat das Gefühl, aber ich will keine dieser Sprache praktizieren, die ich gelernt habe. Wozu muss ich Französisch lernen, wenn ich diese Sprache nicht benutzen werde? Und deswegen bei uns die letzten Jahre viele junge Leute machen sich auf dem Weg hier und die landen in der Eisenbahnstraße und die landen in der Park von der Hauptbahnhof und die landen in Sachsen, die sagt, nein, ich will euch bitte nicht haben. Und diese Jungs sagen, aber das ist nicht unsere Schuld. Das ist nicht unsere Schuld, dass wir hier gelandet sind, sondern das System hat eine Rolle gespielt, dass wir hier gezwungen sind, in Sachsen zu leben. Danke. Ich habe auch das Bedürfnis über die Atmosphäre, die gerade in das Mittelmeer herrscht. Das schöne Mittelmeer, wo damals Bewegung, Freiheit gibt. Damals alles die EU-Außengrenze, die gab EU-Außengrenze damals, aber die war offen. Damals in der 80er, man sieht oder man hört gar nichts über das Sterben im Mittelmeer. Und wie ich vorher gesagt habe, ich bin Mitte 70er in Tunesien geboren. Und der Papa, der war auch 2 Wochen in Palermo, aber der ist nach 2 Wochen wieder zurück. Damals gab einer hin und wieder zurück. Damals unser Land Tunesien war belebt. Tunesien, die gerade Schwierigkeit hat und wir werden in Zukunft über das Land schlechte Nachricht bekommen. Trotz dass alle denken, nee, Tunesien geht's gut, die hat jetzt Demokratie. Nein, geht's uns schlecht. Und die Frage ist, ob Demokratie könnte Erfolg haben in einer geschlossenen Gesellschaft. Die tunesische Gesellschaft jetzt durch die EU-Außengrenze ist die eine geschlossene Gesellschaft ist. Viele fragen, was hat Tunesien mit der EU-Außengrenze? Und es ist gut, wenn jeder von euch in seinem Kopf hat eine Karte. Wenn jeder von euch weiß, wo Tunesien liegt und was hat mit der Grenze zu tun, dann versteht man mich besser. Das Land, die will gerne dieser demokratische Prozess erfolgreich kriegen. Aber wir kriegen das nicht hin. Wenn unsere jungen Leute nicht die Möglichkeit haben zu lernen von den Ländern, wo die Demokratie seit Jahren gibt. Demokratie ist nicht nur wählen. Demokratie ist nicht nur Partei zu haben. Der erste sehr wichtige Schritt für Demokratie, dass du die anderen akzeptierst. Dass du der andere akzeptierst und in einer geschlossenen Gesellschaft wie heute Tunesien ist, wo Dschihadismus und die jungen Leute gehen in die Richtung auch. Keine Lust auf das Leben. Dschihadismus ist auch eine Art von Depression und viele, viele junge Leute sind davon betroffen, weil das Leben hier in Europa Beispiel durch die Polizeikontrolle, die ständige Polizeikontrolle spielt eine große Rolle in die Radikalisierung von unseren jungen Leuten. Jeden Tag findet in dieser Park Kontrolle. Heute um 13 Uhr
Ich sitze hier, um diese Kundgebung zu vorbereiten. Und ich sitze mit einer Junge, der auch aus Nordafrika kommt. 5 Minuten sitze ich hier und dann kommen die Polizei. Und dann 7 Polizisten sind gekommen. Und was ist das Thema? Wir müssen Kontrolle machen. Und was ist der Grund? Wir machen immer Kontrolle, weil hier wird... Hör auf! Weil hier wird Drogen verkauft, deswegen machen wir Kontrolle. Und wir sagen, seit Jahren ihr macht Kontrolle. Und die Bürger und die Bürgerinnen, die hier laufen, sehen immer die Polizei mit dem Migrant. Und der Bürger und der Bürgerin sagen, guck mal, der Migrant, der verkaufte Drogen. Und der Migrant, der Polizei macht ganz wichtige Arbeit. Und wir sagen, dass diese Intervention von der Polizei ist nicht die Lösung. Die Lösung ist bei den Politikern. Und die Politiker, weil die keine Lösung haben, dann geben die der verantwortlich für die Polizei. Und deswegen dieser Einsatz jetzt von der Polizei jeden Tag in Eisenbahnstraße, jeden Tag in dieser Park. Dieser Einsatz hat keinen Erfolg. Und dieser Einsatz wird keinen Erfolg kriegen, weil das ist nicht die Lösung. Aus Kamerun, der gerade uns unterstützt, der gerade aus Berlin kommt, Umaru, der wird auch uns ein bisschen was erzählen, das wird auf Französisch und unser Freund Daniel übersetzt vor ihm. Bonsoir à tout le monde. Nous ne pouvons plus rester silencieux face à cette grande injustice des Européens qui laissent les Noirs et les Arabes mourir au Sahara, dans l'Atlantique et en Méditerranée. Les laisser mourir ainsi est censé avoir un effet dissuasif sur les autres migrants qui veulent suivre cette voie. Mais cela ne dissuade personne, car pour ceux qui quittent l'Europe pour des raisons de sécurité ou pour une vie meilleure, ce danger est absurde. Guten Abend. Wir dürfen nicht länger schweigen angesichts dieser großen Ungerechtigkeit der Europäer und Europäerinnen, die Schwarze und Araber in der Sahara, im Atlantik und im Mittelmeer sterben lassen. Sie so sterben zu lassen, soll eine Abschreckung für andere Migrantinnen sein, die diesen Weg gehen möchten. Aber das schreckt niemanden ab, denn wer Afrika aus Sicherheitsgründen oder für ein besseres Leben verlässt, für die ist diese Gefahr absurd. L'Europe se préoccupait de la vie de ces migrants, les ressources financières et humaines utilisées pour Frontex serviraient à sauver ces milliers de migrants qui meurent chaque jour dans les eaux et dans les sables du désert sous les yeux du monde. La vérité est que si c'était des Blancs qui mouraient, le monde entier tremblerait. Nous devons donc maintenant plaider pour qu'une vie soit reconnue comme ayant autant de valeur qu'une autre vie. Wenn Europa das Leben dieser Migrantinnen am Herzen lege, würden die finanziellen und personellen Ressourcen, die für Frontex eingesetzt werden, zur Rettung dieser Tausenden von Migranten verwendet werden, die jeden Tag in den Gewässern und im Wüstensand vor den Augen der Welt sterben. Die Wahrheit ist, dass wenn es Weiße wären, die sterben, die ganze Welt erzittern würde. Jetzt müssen wir also dafür plädieren, dass ein Leben als so wertvoll wie ein anderes anerkannt wird. Halleluja! Pire encore, les migrants en Europe sont dans une position extrêmement défavorisée en matière d'éducation, d'emploi et d'accès aux services de base tels que des soins de santé et un logement décent. Les termes utilisés pour qualifier les étrangers en Europe sont variés et dépendent du pays d'origine. Un Américain, un Canadien, etc. sont appelés des expatriés. Et un Noir ou un Arabe, quelle que soit sa situation, est appelé un immigrant. La discrimination, les préjugés, le racisme
et la xénophobie sont donc en augmentation et nous sommes tenus par des impératifs juridiques, moraux, économiques de défendre les valeurs et les libertés et les droits fondamentaux. Je rends donc un grand hommage à Afrique Europe Interact pour ses efforts continus de promotion du respect de la dignité humaine. Nous sommes maintenant dans un monde global où un Européen gagne sa vie en Afrique, un Africain gagne sa vie en Asie et un Américain gagne sa vie en Europe et cela ne peut plus jamais changer. Nelson Mandela! Nelson Mandela! Noch schlimmer ist, dass sich Migrantinnen in Europa in einer extrem benachteiligten Situation befinden, wenn es um Bildung, Beschäftigung und den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung und angemessenen Wohnraum geht. Die Begriffe, die zur Qualifizierung von Ausländern in Europa verwendet werden, sind vielfältig und hängen vom jeweiligen Herkunftsland ab. Ein Amerikaner, eine Kanadierin und so weiter werden als Expats bezeichnet. Und ein Schwarzer oder eine Araberin, unabhängig von ihrer Situation, wird als Immigrantin bezeichnet. Diskriminierung, Vorurteile, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind also auf dem Vormarsch. Und wir sind durch rechtliche, moralische und wirtschaftliche Gebote verpflichtet, grundlegende Werte, Freiheiten und Rechte zu verteidigen. Deshalb zolle ich Afrique Europe Interact große Anerkennung für die kontinuierlichen Bemühungen, die Achtung der Menschenwürde zu fördern. Wir befinden uns heute in einer globalen Welt, in der eine Europäerin ihren Lebensunterhalt in Afrika, ein Afrikaner seinen Lebensunterhalt in Asien und eine Amerikanerin ihren Lebensunterhalt in Europa verdient. Und das wird sich nie mehr ändern. En conclusion, je voudrais que le migrant d'aujourd'hui se dise: nous sommes égaux en dignité avec tous les autres, et ce troisième millénaire est aussi le nôtre. Et je ne peux pas le passer comme une victime. Merci beaucoup pour votre attention. Abschließend möchte ich, dass der Migrant und die Migrantin von heute sich sagt, wir sind gleich an Würde mit allen anderen und dieses dritte Jahrtausend gehört auch uns. Und ich kann es nicht als Opfer verbringen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, unser Freund, wie gesagt, wir haben ein offenes Mikrofon und Bedürfnisse muss man auch akzeptieren. Und bitte. Dankeschön, meine Herren. Dankeschön, meine Herren, Damen. Und Gesundheit von alles Mensch, von alles Kindern, von alles Volk muss Gesundheit. Pandemie. Erste Mal, zweite Mal, muss sagen, alles Mensch muss Liebe, alter Mensch, muss Hilfe, alter Mensch. Guck mal, ich bin krank und obdachlos. Ich schlafe von einer Caritas, so von Leipzig. Das Caritas hilft bei mir, ich bin Ausländer, ich bin rumänisch. Egal, alles Mensch ist Mensch. Und Gott liebe seine Kinder. Alles Mensch ist seine Kinder. Muss lieben, alter Mensch, muss Respekt, alter Mensch, muss Hilfe, alles sagen. Alter Mensch. Halleluja. Dreimal. Halleluja. Halleluja. Und Dankeschön. Das Organisation, was machen, ist normalisch. Alles Mensch ist Mensch und Gott liebe alles Mensch. Dankeschön. Ich will gerne noch mal wieder erzählen über was hier in dieser Park fast jeden Tag passiert. Viele Migranten, die in Leipzig landen, landen manchmal in der Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof für viele Migranten ist ein wichtiger Ort. In Hauptbahnhof, wenn man neu ist, man trifft sich mit Freunden in Hauptbahnhof. Wenn man Internet haben will, man kommt in Hauptbahnhof. In Hauptbahnhof landen ganz viele Migranten, weil die Migranten, die nicht gut Leipzig kennen, die kennen nur der Bahnhof.
Und deswegen manchmal kommt ihr hierher und sieht ganz viele Migranten, die hier sitzen im Park. Die sitzen hier im Park nicht, weil die Drogen verkaufen wollen. Die sitzen hier im Park, weil die sie sich treffen. Weil die kennen diese Stadt noch nicht. Aber jedes Mal, wenn ein Migrant hier sitzt, dann gibt es Kontrolle. Und alles Migrant, du kannst dagegen gar nichts machen. Heute Beispiel, alles, die mich kontrolliert haben, danach, die sagen gar nichts, Entschuldigung, dass wir bei dir nichts gefunden haben. Sondern die sagen, das ist unsere Arbeit. Letztes Jahr oder vor 2 Jahren, die CDU hier in diesem Land hat entschieden, 1000 mehr Polizisten zu stellen. Mit diesem Gefühl, unsere Lösung, wenn wir mehr Polizisten kriegen, wenn in jeder Ecke Polizisten geben würden, dann würden wir keine Kriminellen mehr haben. Dann wird alles geklärt. Und die haben 1000 Polizisten mehr eingestellt. Und jeden Tag gibt es Kontrollen hier. Aber es wurde keine Lösung gegeben. Für Eisenbahnstraße wurde keine Lösung gegeben. Und für hier auch wurde keine Lösung gegeben. Sondern wer profitiert von das Ganze? Die profitieren die Rechten. Die Rechten hier in dieses Land profitieren von unserer Perspektivlosigkeit. Die Rechten in dieses Land profitieren von unserer Kriminalität in der Eisenbahnstraße. Die Rechten in dieses Land profitieren von der geschlossenen EU-Außengrenze. Die Rechten in dieses Land sagen aber, wir können nicht alle helfen, wir sind so toll und alle wollen bei uns leben. Natürlich, wir sind das Beste. Die haben vergessen damals in den 60er, 70er, 80er, alles diese Menschen, die hier leben, in Sachsen damals, alles die nicht frei sein dürfen. Damals die Atmosphäre, die in dieser Stadt gab, da gab eine Atmosphäre von Perspektivlosigkeit, von Armut, von Arbeitslosigkeit. Und deswegen, jetzt das Land geht besser. Die Menschen hier können frei reisen wieder, seit der 90er. Und das Land entwickelt sich wieder. Und das Land ist nicht mehr schwarze Gebäude, wie damals in den 90er. Nein, das Land wurde neu gebaut. Das Land und die Menschen gehen besser als der 70er, 80er, 90er, als die Mauer gab. Jede Nacht, die Menschen in der Asylheime, kannst du gar nichts schlafen, weil Nacht findet die Abschiebung statt. Die Abschiebung findet immer statt um 3 Uhr morgens. Um 4 Uhr morgens. Die Abschiebung findet statt, Nacht, weil die Polizei meinen, wir wollen niemanden stören. Wir kommen Nacht, weil wir wollen niemanden stören. Aber wenn die kommen Nacht, die werden viele Menschen gestört in dieser Asylheim. Wenn die Polizei Nacht in die Asylheim reinkommt, dann kommt die Asylheim durcheinander. Und jeder versucht, sich zu verstecken. Und jeder denkt, vielleicht die Polizei sind gekommen wegen mir. Die Atmosphäre, die wir haben seit jetzt 2014, 15, mit dieser Entscheidung, der Lösung ist Abschiebung, zwingt viele Menschen in die Kriminalität. Zwingt viele Menschen in die Kriminalität. Zwingt viele Menschen in den Dschihadismus. Die Lösung ist Bewegungsfreiheit und die Lösung für Menschen, die hier mit uns sind, die Aktivisten und die Aktivistinnen. Wir müssen weitermachen, weil wir überzeugt sind, dass irgendwas stimmt nicht.
Wir sind überzeugt, dass dieser Projekt geschlossene Grenze ist kein Projekt der Zukunft hat, sondern wir werden irgendwann erleben, dass diese Grenze wird geöffnet mit einer Revolution für Bewegungsfreiheit. Das findet statt vielleicht in 10 Jahren. Das findet vielleicht statt in 20 Jahren. Das findet vielleicht statt in 30 Jahren. Ob wir erleben das oder nicht, spielt bei mir keine Rolle. Ich mache den ersten Schritt und ich kämpfe für Bewegungsfreiheit. Und hoffentlich, dass die nächsten Generationen weitermachen würden. Liebe Freunde, Freunde, weiterbleiben stark in euer Kämpfe. In euer Kämpfe für das Recht auf Migranten hier. Und wir sind stark, wenn wir zusammenbleiben. Toll, dass ihr seid da. Und toll, dass ihr Zeit für uns gegeben habt. Danke, sehr nett. Danke. Und die Folge von das Projekt von Europa. Das Mittelmeerraum und wie geht die Menschen auf die andere Seite von die Küste Europa? Wie geht die Menschen, die in Nordafrika leben, die durch die Grenze Europa, die zu unserer Küste gemacht hat? Die Europäer haben entschieden, dass wir in unserer Küste bleiben müssen. Aber wie ihr wisst, wenn Menschen in einer Küste leben, dann ist es einfach schwierig, in einer Küste zu leben, ohne das Bedürfnis, einmal die andere Seite von der Küste zu sehen. Wenn du in einer Küste geboren bist, dann bist du ständig am Strand. Und wenn du am Strand bist, du kannst nicht mit dem Rücken im Wasser stehen. Du kannst nicht dem Rücken geben gegenüber das Wasser, sondern du sitzt und du beschäftigst dich mit der Horizon. Und die Frage bei uns, was läuft auf die andere Seite von dieser verdammten Küste? Jedes Jahr kommen von der anderen Seite von der Küste kommen die Touristen zu uns, die Europäer, die jährlich nach Tunesien kommen und die in Marokko landen. Und die jungen Leute in unseren Ländern schauen die Touristen und fragen sich, wie leben die denn dort? Wer sind die denn? Warum dürfen die hier und wir dürfen nicht dahin? Aber nicht nur die Touristen, die jedes Jahr kommen, sondern auch die Migranten. Die Tunesier, die in Europa leben, die kommen immer wieder jedes Jahr wieder zurück. Mit dem Auto, mit dem Geld. Die helfen die Familie. Die Migranten, die helfen die Familie in unserer Heimat. Und die jungen Leute, wenn man sieht, einen Migrant, der Erfolg hat, man denkt, ja, ich will auch meiner Familie helfen. Und deswegen, viele machen sich auf dem Weg hier. Weil das geht nicht, weil wir Menschen sind und unsere Basis und unsere Geschichte, die hat immer gezeigt, dass wir gereist haben. Und durch Reisen, wir haben uns entwickelt. Und durch Reisen, wir haben uns kennengelernt. Und durch Reisen sind wir in unserer Heimat geblieben. Und deswegen, unser Kämpfe geht für Bewegungsfreiheit. Und unser Kämpfe für eine andere Politik. Und unser Kämpfe geht nicht, wie ich vorher gesagt habe, welcome to stay, schädet viele unserer Länder. Welcome to stay von Menschen aus Afghanistan, bin ich einverstanden. Welcome to stay für Menschen aus Syrien, ich bin einverstanden. Aber für uns ist nicht welcome to stay. Für uns das Bewegungsfreiheit, Recht ist unser Kämpfe. Unser Kämpfe für Bewegungsfreiheit und unser Kämpfe gegen die geschlossene EU-Außengrenze. Und das werden wir machen. Und das werden wir weiter versuchen. Mit Theater, mit Kunst,
versuchen wir, eine andere Welt zu ermöglichen. Und versuchen wir, gegen die rechte Szene. Das ist uns sehr wichtig. Als Mensch, der zur linken Szene gehört, ist mir wichtig, dass ich gegen die Rechten kämpfen und für eine andere Politik in Sachsen und für eine andere Gesellschaft in Sachsen. Danke. Unsere Kundgebung ist normalerweise bis 19 Uhr. Und ich bedanke mich, dass ihr da wart. Und ich bedanke mich, dass ihr solidarisch seid. Wir als Nordafrikaner, wir sind Minderheit hier in Deutschland. Wir als Nordafrikaner, wir sind auch nicht gut organisiert. Wir als Nordafrikaner wird immer wieder diskutiert über unsere Situation, wird immer wieder Abschiebung geben, weiter nach unseren Ländern, weil wir weniger Öffentlichkeit Arbeit machen, weil wir nicht gut organisiert sind, weil wir auch manchmal sehr schwierig, dass man versteht, dass du hier in Deutschland darfst du auch, darfst du Nein sagen. Wenn Menschen keine Papier haben, dann ist auch schwierig, politisch aktiv zu sein. Ich habe ein bisschen Glück gehabt, dass ich seit 13, 20 Jahren habe ich diese tolle Bewegung kennengelernt, die antirassistische Bewegung kennengelernt. Und durch die antirassistische Bewegung habe ich viel gelernt. Durch die antirassistische Bewegung habe ich gelernt, dass man Nein sagen kann, dass man gegen Ungerechtigkeit ist alles möglich. Ich bin mutig, heute hier zu sein, um zu reden über meine Landleute. Ich weiß, dass das Thema Nordafrikaner ist ein schwieriges Thema, aber wir sind auch glücklich, dass wir hingekriegt haben, eine Lösung dafür, einen neuen Diskurs geschafft. Wir sind, wenn ich mit meinen Landleuten rede, um zu sagen, hey, lass uns was dagegen machen. Die sagen, ey, aber Riad, wir können das nicht. Wir haben keine Zeit. Riad bringt uns der Kundgebung was danach. Natürlich, das bringt nichts. Natürlich, nach dieser Kundgebung wird weiter Abschiebung stattfinden. Und deswegen, ich konnte meine Landleute nicht überzeugen. Aber ich kann mit anderen Freunden, die aus Deutschland sind, wir können auch gemeinsam kämpfen. Das ist nicht nur der Kampf von Migranten. Das ist ein Kampf von Linken gegen auch die rechte dumme Menschen. Wir haben eine andere Vorstellung von dieser Welt. Wir als Linke, wir haben eine andere Vorstellung. Und wir hoffen, dass die linke Partei Sachsen ein bisschen dieser Diskurs für Bewegungsfreiheit, der ganz unten steht, dass man ein bisschen eine andere Politik schafft. Ich hoffe, dass die linke Partei in Sachsen eine andere Politik schafft, dass die linke Partei in Sachsen Pläne hat wegen Migration, dass die linke Partei in Sachsen Forderung schafft für Migration. Wenn die rechte AfD über Migration reden und profitieren, dann müssen wir auch andere Pläne haben. Wir kämpfen gegen Hass, wir kämpfen gegen Krieg und wir kämpfen gegen Missverständnis. Wir kämpfen für ein besseres Zusammensein. Wir kämpfen für eine Europa mit einer offenen Grenze. Das ist unser Ziel. Und wir sagen, die Politiker, die immer weiter Hoffnung haben, dass mit der EU-Außengrenze wird klappen, dicht zu machen. Wir sagen und wir wiederholen, für die geschlossene EU-Außengrenze gibt es keine Zukunft. Und wir werden sehen. Und wir werden wieder hier kommen. Und wir werden immer wieder sagen, die Grenze ist noch nicht dicht und wir kriegen das nie dicht. Wisst ihr warum? Weil das Grenze ist auf das Meer. Und am Meer, man kann keine Mauer bauen. Am Meer kann man keine Mauer bauen. Ihr versucht, der unmöglich ist, zu machen. Und wir sagen, seit 30 Jahren, seit der Existenz von dieser Grenze, die Politiker versuchen zu überzeugen, wir machen was richtig. Merkel, die Politiker von Deutschland überall sind unterwegs in Afrika mit diesem Gefühl, unser Ziel, dass die Grenze dicht gekriegt wird. Wir geben euch Entwicklungshilfe,
und ihr müsst um die Grenze kümmern. Aber wir erleben immer wieder, dass die Grenze nicht dicht ist. Durch unsere Intervention als linke Aktivisten im Mittelmeer, wir haben auch geschafft, Netzwerke zu bilden in Mittelmeerräumen, wie Alarmfon, wie Seebrücke, verschiedene Initiativen, die helft Menschen, die rettet auch Menschen. Und durch solche Interventionen ist die EU-Außengrenze geschädigt. Durch unsere Intervention, die EU-Außengrenze hat keine Zukunft. Die EU-Außengrenze wird immer weiter bleiben als Schande für eine demokratische Europa. Und deswegen, wir kämpfen weiter und jedes Mal, wenn möglich ist, dann sind wir auf die Straße für unser Recht auf Bewegungsfreiheit. Danke. Ja, wir kommen langsam Ende zu unserer Veranstaltung. War 2 Stunden, wo haben wir versucht, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen. Wir haben versucht, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen über die Situation hier in dieser Park, über die Situation in Eisenbahnstraße, über die Situation von meinen Landleuten, die Nordafrikaner, die sogenannten Nordafrikaner hier. Wir haben versucht, auch die EU aus den Grenzen zu kritisieren und wir haben Hoffnung, dass unser Message ist angekommen. Wir haben Hoffnung, dass wir geschafft haben, auch einen neuen Diskurs. Ein neuer Diskurs zu schaffen, ist für uns sehr wichtig. Und wie ich gesagt habe, unsere Forderung ist Bewegungsfreiheit. Und wenn die Möglichkeit auf Bewegungsfreiheit gibt, dann wird Sachsen auch befreit von uns. Dann würden wir nicht nach Sachsen kommen. Wenn Bewegungsfreiheit Möglichkeit gibt, dann werden ganz wenige Menschen in Sachsen landen. Dann sind auch die rechte Szene befreit von uns, weil die denken immer, dass die Migranten sind unser großes Problem. Aber die vergessen, dass die Migranten bringen auch Ideen mit, dass die Migranten wie im Westen spielen eine große Rolle in die Entwicklung von dieses Land. Und die Migranten sind sehr wichtig für dieses Land. Wir sind für ein gemeinsames Leben, wir sind gegen Missverständnisse und wir sind gegen eine Politik, die keine Zukunft hat. Und wir haben was vor, in den nächsten Jahren zu sagen, dass anderes geht, dass anderes geht, dass anderes geht und dass offene Grenze ist auch möglich. Und ihr müsst keine Angst haben, wenn wir aufmachen, dann landen alle in Sachsen. Glauben Sie mir, weniger Menschen würden hier landen, wenn eine offene Grenze gab. Weiter aktiv bleiben wir von unserer Seite als Somvisa, von unserer Seite als Afrika-Europa Interact. Wir werden dranbleiben, wir werden die nächsten Jahre verstärken, auch unsere Kämpfe in unserer Heimat. Wir glauben in der transnationale Arbeit. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass der Menschen in Senegal, Dakar, in Tunis, in Alger auch für sein Recht auf Bewegungsfreiheit kämpft. Und wir werden von uns, ihr werdet von uns hören, die nächsten Jahre und für das Recht auf Bewegungsfreiheit. Euch gute Nacht, bleibt gesund bitte und passt auf euch auf und bleibt gemeinsam und solidarisch. Und ich bedanke mich nochmal. Danke, sehr nett, danke.